in den Part, wo wir uns eine Drohne kaufen und in den Part, wo wir auch ein Rennen gegen, also das war ja unser erster Part, da haben wir ein Rennen gegen die anderen Autos gefahren. Und das war unser zweiter, also das haben wir im selben Part gemacht, die Mission, aber haben sie nicht geschafft. Obwohl wir den Leuten entkommen sind. Da dann haben wir 5 Sterne dafür bekommen, weil wir gewonnen haben. Hier haben wir nur einen Stern bekommen. Junge, fahr doch. Sag mal, bist du irgendwie geistesdumm? Der fährt doch. Ey Junge! Hast du jetzt davon? So. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Akku genommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade eben die Mission nochmal gespielt, um die zu schaffen. Weil ihr kanntet die schon. Aber daher, wenn wir jetzt alle umgebracht hätten, hätten wir natürlich uns selber eine 5 geben können. Weil das waren Kriminelle, die wollten halt nicht mit dem Taxi fahren. Aber die wollten uns danach umbringen, als wir sie abgeliefert haben. Und das machen wir jetzt nochmal, indem wir einen anderen Job spielen. Zum Beispiel der hier, Schatzsuche. Aber... Guck dir mal an, was sie trägt. Das sieht richtig geil aus, finde ich. Guck mal, man sieht sogar den Tanga. Und der Hund ist auch süß. So, okay. Jetzt machen wir natürlich die nächste Treibermission. Treibermission. Weil die sind schon cool. Muss man schon zugeben. Die hier sieht richtig cool aus, deswegen machen wir sie mal. Weil ich glaube, da bin ich der einzige Let's Player, der die macht. Oder der einzige, Oh, Junge, ich will dich einfach nur. Junge, was habt ihr alle für ein krankes Problem? Jetzt machen wir natürlich ein neues Auto. So. Vielen Dank, trotzdem habe ich dir dein Geld. So. Achso, wir haben ja jetzt Geld gespart für einen Quad. Mal gucken. Kann man jetzt hier Autos kaufen? Hier? Ne, einkaufen. So. Was können wir jetzt hier einkaufen? Hochleistung. Da können wir uns jetzt. Oh, die können wir uns schon einige Hochleistungsautos kaufen. Hier ein Ferrari, ich wollte schon McLaren sagen, ein Lamborghini und hier ein Ferrari. Aber ich will Offroad mal. Hä, wieso können wir uns kein Quad kaufen? Okay, gut. Ich wollte eigentlich ein Quad. Dann nehmen wir Motorrad. Was haben wir im Motorrad, was wir uns kaufen können erstmal? Da gefällt mir das da am besten. Sport haben wir da einen coolen. Nee, dann kaufen wir uns noch so einen Hochleiter. Ja, guck, den können wir uns auch noch kaufen. Oder wollen wir auf dem einen sparen? Nee, dann kaufen wir uns den da. Lackierung. Da würde ich mir natürlich jetzt alle kaufen, wenn ich noch nicht andere Sachen vorhätte mit meinem Geld. Aber weißt du was? Steht denn unser Geld eigentlich? Und guck mal, da ist mein Beruf. Und aus dem Grund kenne ich auch ein paar Ausführungen. Schwarze. Die sind eigentlich schon nett, muss ich schon sagen. Also wenn ich von Schwarzen rede, meine ich keine, Alter, es gibt einen Gebäudereiniger, also einen Glasreiniger, in Watch Dogs. Habe ich noch nie bei GTA gesehen. Und das ist das cool, diese Detailreinigkeit. Natürlich macht er jetzt nicht so, wie man es in echt macht. Richtig professionell und so.
Aber das ist einfach Detailgrad 100. Ja, das gefällt mir. Das ist cool. Was aber auch cool sind, das sind natürlich dieselben Autos aus wie die von dem ersten Teil. Ich glaube, da sind natürlich noch ein paar andere Autos dabei. Da dieses selbstfahrende Auto habe ich beim ersten Teil jetzt nicht gesehen, dieses Google-Auto. Ja, besoffener Polizist, neuer Biotitel. Nee, Leute, ich finde meine. Guck mal, wie unterhaltsam das Spiel ist. Du spielst das Spiel ganz normal im Let's Play und passieren Sachen, die, mit denen du nicht rechnest. Das ist viel besser gescriptet, Anführungszeichen, als GTA. Ey, das ist das geilste Spiel. Ohne Scheiße, das ist cooler als GTA. Natürlich musst du das auch mögen. Wenn du natürlich jetzt ein Pokémon-Fan bist, magst du das Spiel vielleicht nicht. Oder wenn du jetzt ein Shooter-Fan bist, magst du das Spiel nicht. Oder wenn dir jetzt ganz viel Wert auf Missionen legt, also du ein wie Uncharted bist, dann ist das natürlich nicht dein Spiel. Aber, ja, das verstehen einige nicht, dass Geschmäcker anders sind. Und wenn es halt nicht dein Geschmack ist, dann ist es auch nicht dein Spiel. Aber für jeden, der Open-World-Spiele mag und der sagt, die Welt ist zu klein, das stimmt. Die Welt ist aber schöner designt als GTA oder lebendiger als GTA. Gut, das ist auch nicht so hingesehen, aber der Online-Modus hat Tiere. GTA-Online-Modus hat keine Tiere. Wahrscheinlich hat der Red Dead Redemption-Modus Online-Modus auch keine Tiere. Ja, reitest du dann im Nichts, weil Tiere im Online-Modus geht ja gar nicht, gell? So, jetzt spielen wir mal diese Mission. Im Hintergrund so, fuck, wieso fährst du mich? Richtig geil. Hi, ich mache ein Geocache-Rennen. Ich starte die Zeit. Die schicken den Hinweis, wir fahren schnell dorthin. Und sie kriegen Trinkgeld. Schnell war schon mein Stichwort, aber Trinkgeld ist auch cool. Aufgepasst, der Hinweis ist, zwischen Kino und Regenbogen ist es erbaut. In diesem stolzen Lokal steht heißer Glitter auf der Karte. Ein stolzer Ort. Das Castro. Geben Sie Gas. Ein paar von meinem Kreativworkshop organisieren das Rennen. Manche von uns sind nicht von hier, also dachten sie, es wäre eine coole Art, die Stadt kennenzulernen. So kann man mehr als nur die Hotspots sehen. Ja, die sollten eine Firma gründen. Extremtourismus. Puh, GPS eingeloggt. Ich schaue aus dem ersten Stock. Man liebt mich im ganzen Block. Zwar bin ich nur aus Plastik, doch meine Beine sind fantastisch. Sexy Beine. Halt, Ashbury, wir kommen. Bereit, los geht's. Das ist mal geil. Allein, dass man sowas in das Spiel einbaut. In der ganzen Stadt und die Küste rauf. Wer die meisten Orte schafft, gewinnt einen 1.000 $ Geschenkgutschein. Die schnellste Zeit gewinnt einen Lasercutter. Der Gesamtsieger kriegt einen 3D-Drucker. Booyah, ich hab echt eine Chance, was zu gewinnen. Dank Ihnen. Aktiviere das GPS. In die Richtung des Towers, neben einem Park so grün, ist ein rundeckiges Haus zu sehen. Halt die Augen auf nach dem Ort. Die blau gemalten Punkte sagen dir, du bist dort. Beim Sutro Tower. Zeit zu gehen. Bye bye, sexy Beine. Wow, sind sie irre? Ja. Habe ich gerade jemanden umgebracht? Aber klar, ich bin hier aufgewachsen. Und meine Eltern auch. Schätze, diese Stadt hat keine Geheimnisse vor Ihnen, hm?